Focaccia mit Radieschenblätterdip für die Focaccia-Mehl mit Hefe, 300 ml kaltem Wasser und Salz verkneten. Teig zur Kugel formen, in eine hohe Schüssel legen und mit einem feuchten Tuch zudecken. Über das Tuch eine Folie oder Gefrierbeutel legen, damit Tuch und Teig nicht austrocknen. Teig an kühlem Ort, aber nicht im Kühlschrank 8 Stunden gehen lassen. Ofen auf 200 Grad, Klammer auf Umluft nicht geeignet, Klammer zu, vorheizen. Backblech mit etwas Öl bestreichen, mit Mehl bestäuben. Teig auf das Blech geben, mit den Händen ganz darauf verteilen. Mit Meersalz und Sesam bestreuen und mit übrigem Öl, Klammer auf ca. 2 Esslöffel, Klammer zu, beträufeln. Im Ofen in ca. 25 Minuten goldbraun backen, herausnehmen und auskühlen lassen. Für den Dip Pinienkerne in eine Pfanne ohne Fett hellbraun rösten. Käse reiben, Radieschenblätter abschneiden, waschen, trocken schütteln und grob hacken. Kräuterblättchen abzupfen. Vorbereitete Zutaten mit dem Öl cremig pürieren. Dip mit Salz und Pfeffer abschmecken. Radieschen waschen, klein würfeln oder raspeln, unter das Püree rühren oder darauf verteilen. Dip eventuell mit Blüten garnieren. Focaccia in Streifen schneiden und mit dem Dip servieren. Pro Portion 560 Kilokalorien durch 2360 Kilojoule, 61 Gramm Kohlenhydrate, 14 Gramm Eiweiß, 29 Gramm Fett. Zubereitungszeit 35 Minuten.